Will he take on the shot? Yes, he will! What a hit! It's a glorious goal! Maximilian Eggestein with a stunner for Werder Bremen to open the scoring here in spectacular fashion. Ein Traumtor gegen Nürnberg, das würden wir am Samstagnachmittag nicht nur von Maxi Eggestein sehr begrüßen. Und jetzt begrüße ich euch zu Werder TV Inside. So, welcome to my show. Genau. Wie gesagt, Werder TV Inside heute mit dem Unterhaltungsfaktor Torhüter und dem wichtigsten Thema für ein Fußballspiel. Which one? Thema Teamgeist. Ja, vielleicht mögen sie mich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, aber... Nee, das kann passieren. Das, ja. Ja, sie machen das öffentlich nicht mit Absicht, dass sie nicht so mitspielen. So, ja. So, meinst du? Wie kommt er nur darauf? David was here and told me like Ajax is the best team, Ajax is this, Ajax is that. And I was on TV and Ajax score 1-0, he posted on Instagram, I sent him like easy, it's 90 minutes more, he said we have the best team, no chance. So the result was 6-2, they killed them, so I couldn't stay like with my hands like this, I have to do something, because 6-2 is really big defeat for them in a derby. So I was sure what I have to do to tease, you know, a little bit Davy. I have help from Pavlas, we make this together. Good communication in the goalkeeper staff, so yes, we did it together. But after 5 minutes, he put everything down and he said some bad words that I don't want to say on camera. Wahre Liebe gibt es eben nur unter Teamkollegen. I hope next game Ajax lost again from Feyenoord, so I have to do it again. Wir blicken gespannt auf eure Instagram-Stories. Vorher aber zum wohl zweitwichtigsten Thema im Fußball. Which one? Thema Tore schießen. Da hast du recht. We need to score 2 goals. Ja, obwohl am letzten Wochenende ja 2 Tore, 1 zu wenig waren. Thema Tore schießen, also eng verbunden mit dem Thema Tore verhindern. Da hast du recht. Clean sheet, Pavlas. Amazing defensive line, attacking play just for 2 goals, and that will be the best ending of the weekend. Ein Werder-Sieg, das ist natürlich der wichtigste Programmpunkt für eine Auswärtsfahrt nach Nürnberg. Was ihr aber sonst noch sehen oder tun solltet, das sagt euch unser ganz spezieller Werder TV Inside Reiseführer. Also wir können uns auf 3 einigen. Sehr schön. Natürlich als erstes ein Wahrzeichen der Stadt Nürnberg, die Kaiserburg, wovon man natürlich einen super Blick über die Stadt hat, was auch natürlich zur Geschichte von Nürnberg dazugehört. Das ist ein absolutes Muss für jeden Nürnberg-Reisenden. Das müsst ihr auf jeden Fall vor dem Spiel machen, das steht fest. Ich war da drauf, sogar zur Aufstiegsfeier. Ist wirklich sehr schön, also kann ich nur empfehlen. Der Aufstieg nach oben auf die Kaiserburg ist echt nicht so schön, weil das echt anstrengend. Wenn man dann erstmal oben ist, ist es echt wunderschön. Tipp 2, ganz klar, der Tiergarten in Nürnberg. Vor allen Dingen für Familien mit Kindern. Klar, ich glaube, jedes Kind mag Zoobesuche. Und ich glaube, der Tiergarten in Nürnberg hat da schon einiges zu bieten. Ist auch sehr groß. Bietet halt, wie gesagt, viele verschiedene Tiere für die Familie. Ich weiß gar nicht, mit wem war ich denn da? Also auf jeden Fall nicht mit Kindern. Das kann ich ausschließen. Ja, und Tipp 3 natürlich das Stadion. Damit er natürlich auch nicht das Spiel verpasst. Und warum zählt das nicht? Das ist auch top. Ist auch eine Geschichte. Ja gut, muss ich wohl nochmal das Handy zücken. Nein, Spaß beiseite. Das Café Meinheim, das liegt da aber nicht in der Innenstadt. Ein bisschen außerhalb von der Stadt, aber sehr schönes Café. Kann man gemütlich Kaffee trinken, gut frühstücken und da waren wir auch mit Mannschaftskollegen öfter mal. Alles angerichtet also für ein perfektes grün-weißes Wochenende in der Fremde. Wo schaut ihr denn das Spiel gegen den Club, gegen den 1. FC Nürnberg? Schreibt es uns einfach in die Kommentare oder, was noch besser ist, schickt uns ein Foto oder euer Video vom Werder-Wochenende an diese Nummer, die hier hoffentlich jetzt steht, bei WhatsApp oder ladet es einfach hoch im Social Media eurer Wahl mit dem Hashtag Social Ecke.
euer schnellster Weg zu uns in eure Lieblingssendung Werder TV Inside. Nö, draußen bleiben bitte. Hallo, wir sind am Drehen. Ey, was ist ey? Mann. Du kannst nicht arbeiten, wirklich, so geht's nicht. Sorry, kann ich nur entschuldigen. Unprofessionell, das ist scheiße. Korrekt, ihr seht Werder TV Inside vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg, die wohl unprofessionellste Produktion im gesamten Internet. Da hast du recht. Sollen wir machen. Digital kennen wir uns eben nicht aus. Da gibt's ja andere. I have no idea what are they talking about. Who's Ike? Nedman. Run. Run is the TV. I don't know him. Like he's is he like a broadcaster or what? Like he talks about sports. We have to guess how he looks. Long hair? Long hair? That's right! Long blonde hair. Was? Oh. Okay. I was gonna guess he's bald at first. So like it's good I didn't guess that. Das ganze Quiz mit Josh Sargent und Claudio Pizarro zum Super Bowl. Das gibt's seit Mittwoch auf unserem YouTube-Kanal oder hier in der Infobox. Unser Service für euch. Außerdem noch jede Menge andere Werder-Quizzes zum Mitmachen und zum Anschauen auf dem YouTube-Kanal von Werder Bremen. Und was haben wir noch für euch? Ein Nordderby-Sieg. Gibt's nicht in der Saison? Gibt's doch im E-Sport. Hallo! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey! Für mehr Videos klickt hier oben, um den Kanal zu abonnieren, hier unten.